Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier bei Kategorie Thüringen 3. Hier immer noch die alte Version. Wann neue kommt, keine Ahnung. Ja, mittlerweile ist der 3. August. Sag mal, mach mal am Samstag fertig. Vielleicht kommt da die Woche noch was Neues. Um das entsprechend genug Zeit zu haben, um das entsprechend zu machen. Ja, machen wir die Ernte hier weiter, ne? Abfahrt unterwegs. Und ja, einer fährt weg und einer kommt. So, mal gucken, ob wir das Programm gestartet bekommen. So, also ich habe ein Problem, was ich nicht lösen kann. Das Spiel startet mit neuen Grafikkartentreiber nicht. Nur wenn ich die Version vom 16. Juli nehme, dann funktioniert es. Ne, vom Juni, vom 16. Juli gerade, die funktioniert nicht. Mal schauen, ob der nächste besser ist, dann funktionieren würde. Aber aktuell ist es so, dass man alten spielen darf, weil der stürzt ab. Mitten drinne. Beim Laden, Spiel laden, ist das schon mal, geht das los, ne? Also lösen. Ja, dann. Plötzlich ist dann wieder nichts mehr, ne? Ja, da mal so, beim anderen Spiel ist das kein Problem, aber bei der LS, egal welche Karte ich mache, da ist das gleiche. Anfangs dachte ich damals bei der Marsch, das liegt an der neuen Version, Kartenversion. Dass ich mal alle Mods deaktiviert hatte und nur Standardkarte genommen habe. Und hatte sogar das Spiel neu installiert. Also deinstalliert, neu installiert, trotzdem mit einem neuen Treiber klappt das nicht. Keine Ahnung, was halt warum das und so das ist. Ja, was es machen kann, ist abwarten bis zum nächsten, ne? Treiber. Zum Glück kann man das manuell unterladen, sonst ist das schwierig. Automatisch geht das nur mit Beste, ne? Also, neueste, logisch. Normalerweise sollte so ein Problem nicht auftreten. Und über LS, also ich habe probiert, immer noch ein zweites Projekt, CM2D, und da gibt es keine Schwierigkeiten. So, das ist wie es ist, ne? Ein paar Meter sind noch. Wie gesagt, umzugmäßig geht es nur als abgeschlossene Felder, weil dann kann ich aus der Not die Felder wieder, die ich noch in meinem Sitz habe, natürlich wieder, ja. Wieder neu, wieder so herrichten, wie es war. Ist ja halt so, ne? Na, schon da. Man sieht nur die Räder und den Traktor, ne? Man hängt sich nur die Räder. Das soll ja im neuen LS anders sein. Ja, was ich jetzt ein bisschen, naja, gibt ja den Bonusfahrzeug, also zum Beispiel nur Schwadmeer, ne? Ja, bloß das Bonusfahrzeug an sich kann es ja gar nicht gebrauchen. Warum soll ich mir ein Schwadmeer besorgen und gleichzeitig ein Drescher? Trotzdem muss ich dann hinterher noch durchfahren und dreschen. Doppelte Arbeit. Wenn du alleine unterwegs bist, hast du ja gar keine, ne? Das ist ja irgendwie sinnlos, ne? Das mag ja so üblich sein in den USA, aber in Europa ist das nicht üblich. Wie gesagt, die Stunde ist zu teuer als Arbeit und was noch dazu kommt, das Personal ist, das bereit ist, für ein gewisses Geld auch dann auch zu arbeiten. Ne? Geht ja darum, dass das ganze Jahr Arbeit haben muss. Ja, das ist ja bei vielen dann nicht der Fall. Deswegen Schwadmeer. Also das ist für mich kein Argument, um da einen Drescher zu, also ein Spiel deswegen als Bonus früher zu kaufen, ne? Also das ist doch kein Grund. Das gleiche ist mit dem neuen Drescher von Holland, der Arbeitsbreite hat von über 14 Meter oder waren es 15, weiß gar nicht genau. Na jedenfalls
Standardkarten, die kleinen Dinge, das ist so ein Ding überhaupt nicht rentabel. Das ist eher was für 7, 8 Meter so in den Dreh, bei der Größe der Felder. Also, total unsinnig, ne? Thüringen ist schon ein großer Drescher, weil wir hier doch recht kleine Felder haben. Überschaubar. Ne, und man könnte rein mit drei arbeiten hier, theoretisch. Sie können schon, aber den Felder sind nicht notwendig. Eine Crossing, da haben wir große Karten, also große Felder, da ist es ist es sinnvoll. Ne, also hier kannst du mit, ja. Und wenn ein Drescher im Jahr nur wenig Arbeit hat, ist er ja unrentabel, weil die ja praktisch im Wert verlieren, allein durch das Alter. Ne? Bei allen Geräten so. Sobald es alt wird, sinkt der Wert. Ne? Bei der einen ein bisschen mehr, anderen ein bisschen weniger. So wie der Wert immer noch hinterher, ja, die Nachfrage halt da ist. Ne? Ja, bei neuen Fahrzeugen hast du halt keine Reparaturen. Je älter das wird, umso häufiger wird es. Ne? Klar, wenn du jetzt wenig Fahrstunden hast, hast du auch weniger Verschleiß. Aber trotzdem ist das alleine abschreckend das Alter. Ne? Kommt der Bruder nicht? Hätte gerne vor der nächsten Bahn abgetankt. Klappt sogar. Ja, mal schauen. Ne? Jetzt ist ja mittlerweile Saboteur. Jetzt die 2000 annehmen können, ne? Ja. Boah, das ist ja noch Vierteljahr und ein paar zerfetschte Tage bis zum neuen LS. Also 10 Minuten, werden spät. Also ich suche im Prinzip für einen 25er bis zu 3 Mitspieler. Für die Thüringen neu. Nur dazu sagen. Die wird ja nicht gleich von Start kommen. Also anfangs mache ich die Karte weiter. Aber da ist es so geplant, 4 Spieler, 4 Höfe praktisch und aber trotzdem gemeinsam. Man sich gegenseitig hilft, man schreibt sich die Stunden auf und macht das dann Gutschrift und Ende des Jahres dann Verrechnung. Also Stunde weiß ich hier 50 Euro oder 100 Euro. Weiß ich was da reelle Preise sind, keine Ahnung. Ja, doch mal da berechnen kann. Hab's ja nicht studiert, ne, was die Preise so sind. Ja, so um der Art, ne, also Prinzip. Kein Spiel so wie jetzt Prinzip, sondern eher so mit gemeinsam mit Rollenfunktion, ne, also Eigentümer und so und ja, mal schauen, wie es am besten geht, ne? Mal gucken. Weil, wenn der BGH da ist, müsste einer die BGH übernehmen und betreiben. Alle anderen können zwar auch Silageballen produzieren und dann an die BGH verkaufen. Aber selber keine BGH betreiben. So, der BGH-Betreiber verkauft dann die Silageballen an die BGH halt, ne? Also lässt sie dort verarbeiten. Und jeder kann aber rein theoretisch Silageballen produzieren, die BGH auch. Und rein theoretisch kann jeder auch Maisfelder haben und im Idealfall hat einer einen Häcksler, der dann praktisch die Felder dann häckselt und die anderen drei halt dann Abfahrer machen. Und einer zwischendurch mal verdichtet und hochschiebt. Ansonsten Gras-Silageballen
Auch für das Mais, das nee, Mais Plus nicht, das Terra Life dann auch für den Bereich gilt. Mit 4 Tage spielen müsste man sich auf die Spielgeschwindigkeit einigen, entweder auf 1 oder 2. Muss schauen, wie das so klappt, weil man ja auch die Ernte einbringen muss in der Zeit. Wenn man jetzt ständig die Geschwindigkeit verändert, ist es mehr die Gefahr, dass zum Beispiel wie willst du denn die Zeit verrechnen, ne? Wenn der einer auf 5 spielt, dann hast du ja der Tag ruckzuck um, die 8 Arbeitsstunden, ne? Als die Zeit, die man so echt, also im Grunde muss auf 1 gespielt werden. Und nachts, weiß ich, ab 22 Uhr wird dann geschlafen und bis früh um 6 Uhr. Kann ja im Winter und Sommer anders ein bisschen machen, aber wie gesagt, so dass es gemeinsam funktioniert, dass man da in erster Linie die Güter vom Nachbarbauern kauft, wenn jemand die hat. Ich würde mal die Preise so annehmen, wie die im Händler sind, ne? Also wäre dann sonst ja, sonst blöd, ne? Weiß ja, die Preise sind ja verschieden, aber wie gesagt, wenn man Getreide verkauft als, weiß ich, Anhänger 10 Tonnen oder so, mal die Zahl, was gerade aktuell im Preis im Markt gibt, weiß ich, für Schweinefutter oder so, also wenn jemand Schweine machen möchte, auch kann die BGH-Betreiber, kann Kühe halten, sicherlich kein Thema, aber halt, ich weiß nicht, ob Produktionen so sinnvoll sind, weil der Prinzip weil ein Bauerprinzip, der hat keine Produktion, echt. Das ist so. Und wenn einer nur als Industrieller auftritt und sagt, er hat nur Betriebe, und den kann man dann auch die entsprechende Milch verkaufen. Also das wäre auch eine Option, ne? Aber wenn du eine richtig Kühe hast, ich weiß nicht, ob dann auch Ställe gehen wird wie hier jetzt mit 500 Ställen Kühen im Stall, theoretisch. Ist natürlich unrealistisch, also so, naja, 500 nicht, aber 150 so den Dreh, wenn großes. Nur mal schauen, aber wie gesagt, das dafür so gut geben, drei Leute. Aber für Thüringen im 25er. Wird nicht vor Frühjahr 26 kommen, also letztes Jahr ist 24, also Frühjahr 25, also vorher kommt es garantiert nicht. Weil es ja auch praktisch erstmal gemacht werden muss, ne? Wird sicherlich schneller gehen mit Terra Life, weil es ja im Prinzip Grundkonstrukt ja fertig ist. Ich hoffe, dass sie sich da nicht so lange Zeit lassen. Dass es dann schon mal was fertig ist. So eine Dinge würden da nicht passieren, ne? Also Abfahrer würden dann praktisch vom Menschen gestellt, ne? Mein AO3 von Kursplay will ich trotzdem drauf nehmen, falls mal einer keine Zeit hat, um da ein bisschen Ersatz zu haben, ne? Gerade bei Mais und so, dass dann da, wenn man da wirklich keine Zeit hat aufgrund Realleben, das kann ja vorkommen, ist ja halt immer so, ne? Ja, Samstag würde ich dann vorschlagen als Spieltag. Ja, ein Livestream und 6 oder 7 Folgen Anschluss in den Aufnahmen, ne? Also muss dann schon längere Zeit also einplanen, um das voranzukommen. Müsst aber mal schauen, wie das funktioniert, ne? Gut, es kann ja sein, dass viele noch nicht reingeschaut haben, aber 18 Jahre ist eine der Grundvoraussetzungen. Weil wenn man sich im Livestream unterhalten möchte, dann ist das immer so eine Sache. Wegen Rechtssystem. Stille Teilhabe, also stille Mitspieler. Die Option gibt es sicherlich. Würde ich aber. Man muss trotzdem irgendwie dann höchstens in Schriftform, ne? Also im Chat. Also das käme nur in Frage für wirklich Stamm. Zuschauer, die jetzt auch schon im Discord drinnen sind. Längere Zeit.
Denn im Grunde, wenn jemand hier Hilfe brauchen als Abfahrer, dann muss ja die. Ja, das ist ja so. Das muss ja funktionieren, ne? Kommt, fährst du mal wieder ins Fahrzeug rein. Den Schaden kannst du gar nicht bezahlen. Das ist die ganze Halterung abgebrochen. Oder alles verbogen. Dann geht nichts mehr. Das muss man, ja. Wenn das so verbogen ist, dann weiß ich nicht, das ist ganz schön anstrengend, das zu richten. Das wieder alles so. Ganz zu schweigen von der Hydraulik, die kaputt gehen könnte. So, bevor er sich da lange überlegt. Der zweite ist auch da. Ist ein bisschen komisch aus, ne? Ja. Aber das ist immer Zukunftsgedanke. Das ein bisschen anders aufziehen wie jetzt aktuell ist, ne? Also doch mehr miteinander und also nicht mit Bürgermeister und so, aber halt, dass man sich dann halt gegenseitig hilft, bis einplant, ne? Denn eine Malzernte ist ja auch geplant, also das kann man ja nicht sagen, dass man das heute Morgen macht, sondern eher so, was ich, wenn zwei, ja, mein Maisfeld, dein Maisfeld, man kann ja die Menge praktisch vorher, ja. Ja, kann ja drei Silos nehmen und jeder Bauer ein eigenes Silo, die Menge rauszubekommen, ne? Und den Preis dann von der BGH zu bekommen, ne? Gut, der BGH-Betreiber, so wie jetzt aktuell diese Karte, dann müsste man ja praktisch Grundkapital von vornherein gut schreiben. Das ist ja klar, die BGH kannst du nicht so einfach kaufen. Ist ja nicht bezahlbar. Wäre nicht, also vom Startkapital, ne? Gibt ja hier aktuell noch einen Hof mit Haupthof, also den Starthof mit Kuhstall und einer kleinen BGA. Aber was dann 25er kommen würde, weiß ja keiner. Weil nicht klar, die wenn eine BGA vorhanden ist, dann kann es auch betrieben werden, oder? Müssen wir schauen. Also ich persönlich würde dann sowas probieren, aber ich habe da jetzt Grunde jetzt wenig Hoffnung. Ganz ehrlich. Hat er für Crossing heute gesucht, da hat sich zwar jemand an ist auch gemeldet, aber letztendlich naja, eine Absage kam er den Sinn auch nicht, aber ich weiß, später war das auch wieder Geschichte, ne? Macht ja nichts, ist ja nicht mehr klump. Wenn jemand sagt, hat trotzdem kein Interesse, ist ja kein Thema, ist ja nicht gut schon. Jetzt Server würde ich stellen. Also ich kriege noch keinen Server von irgendeinem Betreiber. Dazu bin ich noch zu klein. Und die andere Frage ist, ob ich das auch haben möchte. Das haben wir dahingestellt, ne? So. So, den müssten wir reparieren und immer Strom anpressen, ne? Wollte hier weg, das kann passieren, ne? Müsste ein bisschen, dass er die Deife wieder hinschieben, ne? Gibt's ja gar nicht. Grunde ein bisschen mit Inhalt, ne? Also ein bisschen so. Dass derjenige, der Eigentümer der BGH halt Handel treibt mit den anderen Bauern, Ballen aufkauft oder halt, wenn er Kühe betreiben möchte, weiß ich, wenn jetzt Kraftfutter zu verkaufen gibt, dann entsprechend den Kraftfutter dann entsprechend ja, der Bruder garantiert weg. Ah, da geschafft, okay. Nee. Und ist nämlich so ein. Wenn er die Mello kommt, da geht nicht zu. So, dann fahren wir zum Hof und tanken und volltanken und Reparatur. Und dann machen wir hier immer Strohballen pressen. Und dann geht es ja weiter hier wegfahren und
Das Lager halt, ne? So, jetzt nochmal schönen Dank fürs Reinschauen. Wünsche allen noch einen schönen Wochenstart. Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.